Allgäu TV Spezial. Kühe sind lila und die Milch kommt aus dem Tetrapack. Naja, ganz so schlimm ist es mit den Bildungslücken bei uns im Allgäu ja Gott sei Dank nicht. Aber wie entsteht aus Milch eigentlich Käse? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, obwohl bei mir jeden Tag Käse auf den Tisch kommt. Deswegen bin ich heute in dieser Käseschule zu Gast und lass mir da mal zeigen, wie man aus Milch Käse macht. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial unterwegs. So, ich bin inzwischen beim Georg von der Käseschule Allgäu. Georg, was hast du denn jetzt heute genau mit mir vor? Ja, Svenja, wir beide machen jetzt einen Käse. Ich zeige dir, wie man aus guter Allgäuer Milch einen nicht gereiften Weichkäse macht, hier in der Käseschule. Die einzelnen Schritte, was alles wichtig ist, damit man besser versteht, was das für ein tolles Lebensmittel ist. Starten tun wir mit der Milch und die anderen Dinge kommen dann als kurze Erklärung. Für unseren Käse brauchen wir jeweils 3 Liter frische Heumilch. Die hat im Moment noch eine Temperatur von rund 10 Grad. Die Milch muss jetzt erwärmt werden auf ca. 35 bis 36 Grad. Als erstes müssen wir die Brenner anschmeißen, mit dem Startfeuerzeug vorsichtig entzünden. Wenn es dann brennt, schiebt man den einfach unten rein. So, ungefähr in die Mitte postiert, wird die Milch jetzt langsam und schonend erwärmt. Zur Kontrolle ab und zu ein bisschen umrühren und immer schauen, dass die Milch eben nicht zu heiß wird. Georg macht mit mir heute eine Art Feta-Käse. Denn für einen Original Allgäuer Bergkäse oder einen Emmentaler fehlt uns leider etwas, die Zeit für die Reifung. Deswegen lassen wir diesen gereiften Käse weg, konzentrieren uns auf die einzelnen Schritte der Käseherstellung. Die sind nämlich ähnlich beim Bergkäse, beim Butterkäse, Camembert oder bei diesem Feta-Typ. Und somit geht es um die Herstellung. Aber der Vorteil ist, dass ich ja später dann meinen Käse mitnehmen kann. Wenn wir jetzt so einen Emmentaler oder sowas machen, der müsste ja reifen. Inzwischen steigt schon langsam aber sicher die Temperatur im Kupferkessel. Der ist übrigens mehr als nur ein optischer Hingucker. Kupfer ist das älteste Metall, das man verwendet für die Käseherstellung. Kupfer ist schon seit Hunderten von Jahren im Einsatz bei der Käseherstellung. Hier im Allgäu, in Österreich, in der Schweiz, in den ganzen Ländern, die Käse machen. Und man muss wissen, dass ein langgereifter Käse ein bisschen intensiver schmeckt, wenn er im Kupferkessel hergestellt wird. So, wenn dann die Temperatur eben erreicht ist, diese 35 bis 36 Grad, dann musst du wissen, dass man ein ganz einfaches Hilfsmittel braucht zur Käseherstellung, damit der spätere Käse schneller sauer wird, damit er ein bestimmtes Aroma bekommt, gibt man in die Milch Milchsäurebakterien. Die findet man auch im Joghurt, vor allem im Naturjoghurt. Die verwandeln den Milchzucker zu überwiegend rechtsdrehender Milchsäure. Zu überwiegend rechtsdrehender Milchsäure. Deswegen heißen die auch Milchsäurebakterien, weil die Milchsäure bilden. Milchsäure bedeutet Aroma, Geschmack. Und dann erst schmeckt der Joghurt oder auch der Käse. Den Naturjoghurt gibt Georg immer schon vor Kursbeginn in die Milch. Jetzt fehlt aber noch ein ganz wichtiger Bestandteil, das bekannte Verdickungsmittel Lab. Das wird aus den Mägen junger Wiederkäuer, also Kühen oder Schafen, gewonnen. Vermischt mit der Milch entsteht dann eine biochemische Reaktion, wie mir Georg erklärt. Und das heißt, das Eiweiß der Milch, dieses Protein, verbindet sich mit dem Kalzium in der Milch. Und das gibt wie so eine Hakenbildung, so ein dreidimensionales Netzwerk. Und dann wird die Milch eben fest wie Pudding oder Joghurt. Und erst dann, wenn die Milch fest ist, kann man dieses Wasser aus der Milch rausholen. Also ich muss schon sagen, ein bisschen fühle ich mich wie im Chemieunterricht. Man braucht für 100 Liter Milch, um die dick zu legen, 20 Milliliter, also ein Schnapsglas voll. Der Rest ist hier Wasser. Wasser. Sehr viel Wasser. Dann nehme ich das jetzt auch mal. Das Thermometer nehmen, die Milch wieder rühren und zügig
den Inhalt dann in die Milch reinschütten. Und dann verrühren. Und natürlich, weil wir hier im Allgäu sind, jeder Tropfen ist wichtig. Warum, weil wir hier im Allgäu sind, ist jeder Tropfen wichtig? Ja, da gibt es doch diesen Spruch, da lasst man nichts verkommen. Ein Niederbayer lehrt mich Weisheiten aus dem Allgäu. Ich lerne heute also noch mehr als nur Käse machen. Hast du alles rein? Ich habe alles rein, bis auf den letzten Tropfen. Dann bitte nicht mehr weg. Nicht mehr weg? Denn in diesem Gemisch findet jetzt diese biochemische Reaktion statt. Und das dauert eine Weile. Während das jetzt ein bisschen ruhen kann, können wir ein bisschen über deine Käseschule reden. Wie sehr muss man denn eigentlich Käse lieben, um eine Käseschule zu eröffnen? Also, das ist die Basis, die Grundvoraussetzung. Wenn man dieses Thema Käse nicht liebt oder wenn man da nicht mit Herzblut dabei ist, dann glaube ich, darf man sowas nicht machen. Das heißt, man muss natürlich schon ein richtiger Fan von diesem Thema sein. Und das denke ich, bin ich. Und man muss auch wissen, dass das nicht meine Idee war. Ich habe diese Idee übernommen. Und mir hat diese Idee total gut gefallen, weil diese Käseschule war 2 Jahre eher geschlossen als wie geöffnet. Und ich habe es wieder ein bisschen zum Leben erweckt. Was fasziniert dich denn so am Käsemachen? Dass man aus einem wunderbaren, tollen, wertvollen Lebensmittel Milch mittlerweile über 6000 verschiedene Käsesorten machen kann. Und nicht nur Milch zu trinken, um sich was Gutes zu tun, sondern auch diese Käse zu genießen. Du bist jetzt ja nicht der Einzige hier, der vom Käse fasziniert ist. Hier in dem Haus sind ja einige käseaffin, oder? Das ist richtig. Wir sind hier 4 verschiedene Geschäftsleute, die tätig sind in diesem Dorfhaus. Ich bin der Pächter der Käseschule seit über 10 Jahren. Gegenüber ist meine Kollegin im Restaurant tätig, auch schon seit über 8 Jahren. Dann auf der anderen Seite die Kollegin im Dorfladen, auch mittlerweile seit 6 oder 7 Jahren. Und dann ist auch noch zugleich die Besitzerin des Dorfhauses hier aktiv in der hauseigenen Sennerei. Und somit sind wir hier 4 Käse-Liebhaber, Käse-Verrückte. Das heißt, euer Ziel ist, so den Leuten zu vermitteln, was alles hinter Käse steckt, oder? Ja. Nicht nur Käse machen, sondern was zeichnet wirklich guten Käse aus und wie kann man den genießen? Was kann man zu Hause mit diesem guten Käse machen? Und das mache ich auch auf verschiedenartiger Basis von den Veranstaltungen, wie ich es am Anfang schon erklärt habe. Nicht nur hier in der Käseschule, wir machen auch in Lindenberg eine 2. Käseschule im Frühjahr auf. Beim Schaukäsen draußen, wo ich gebucht werde, egal wo, oder auf Käsemärkten oder auf anderen Events. Einfach, dass jeder dieses Thema besser versteht. Genau, und besser verstehen soll ja ich auch heute meinen Käse. Genau. Da können wir eigentlich mal gucken, wie weit er ist, oder? Schauen wir mal nach, ob sich was tut. Die Milch sollte inzwischen so fest wie Pudding oder Joghurt sein. Und tatsächlich, nach 30 Minuten hat das Lab die Flüssigkeit verdickt. Jetzt kommt dieses Gerät zum Einsatz, die Käseharfe. Damit wird die feste Milch erst in Scheiben und dann in kleine Würfel geschnitten. So löst sich die Molke vom Käse. Dann schauen wir auch wieder, dass das Thermometer reinkommt. Einfach wieder reinstellen. Hier ist es auch immer ganz wichtig mit dem Nullpunkt nach unten. Gibt es wirklich Leute, die es andersrum machen? Haben wir schon gehabt, ja. Georg hat in seiner Käseschule schon einiges erlebt. Kein Wunder, schließlich hat er bereits rund 30.000 Schüler unterrichtet. Als nächstes müssen wir das Gemisch erneut erhitzen, auf rund 41 Grad. Gleichzeitig rühren, damit die Stückchen nicht verklumpen. Und dann bitte aufhören, Svenja, und das Thermometer rausnehmen und ein bisschen abklopfen. Stimmt, wir erinnern uns, im Allgäu lassen wir ja nichts verkommen. So, jetzt nimmst du den Schöpfer, rührst ein bisschen um. Und dann kannst du Schöpfer für Schöpfer Bruch mit Molke in die Käseform reinportionieren. Deswegen ist es ein handgeschöpfter Käse. Das nennt man jetzt handgeschöpft. Und weißt du, warum, dass diese Farbe der Molke so gelblich-grün ist? Nein, hat das wieder was mit den Bakterien oder mit dem Lab zu tun? Nein, eher mit dem, was die
viel fressen. Ach, von dem Heu oder von den Kräutern? Von dem Heu, von den Kräutern, vom Gras. Ach, das, und deswegen sieht man das so? Ja. Deswegen hat es diese grünlich-gelbe Farbe mit Chlorophyll und Beta-Carotin gemischt. Das heißt, ich kann jetzt hier erkennen, was meine Kühe gefressen haben. Also dann waren es bei mir wohl einige Kräuter und Heu. Jetzt hebst du mit beiden Händen die Käseform raus aus der Molke. Bisschen schräg halten. Und jetzt kannst du sie so ein bisschen drehen. Und stellst die ganze Käseform rüber in den Kupferkessel. Aus den anfangs 3 Liter Milch bleiben so zum Schluss knapp 300 Gramm Käse. Die Molke bleibt übrig und wird eigentlich nicht mehr gebraucht, außer als Getränk. Sehr lecker. Es wird jetzt warm. Ich hätte jetzt aber nicht gedacht, dass es mir schmeckt. Ich bin ganz überrascht. Jetzt muss ich natürlich auch noch den Käse probieren. Oder das, was mal so etwas werden soll. Denn nach Käse schmecken diese Stückchen nun wirklich nicht. Schmeckt nach noch nicht viel, oder? Richtig. Und warum? Warum schmeckt es jetzt so sehr neutral? Weil das Ganze noch reifen muss, oder? Also wahrscheinlich auch nicht lang, aber es wird ja weiterarbeiten. Es arbeitet ja weiter. Jetzt ist es noch süß. Die Bakterien arbeiten und verwandeln den Milchzucker zu Milchsäure. Mit Gewichten wird nun aus der Käsemasse die letzte Flüssigkeit herausgepresst. Das dauert allerdings bis zu 2 Stunden. Also heißt es wieder warten. Und wie könnte man sich die Zeit besser vertreiben als mit Käseverkostung? Greif zu, Svenja. Das ist jetzt der Allgäuer Bergkäse, circa 1 Jahr gereift. Aromatisch, würzig, kräftig. Weil jetzt braucht man natürlich ein bisschen Stärkung in dieser Pause, klar, wenn die Milch fest wird. Eben. Und jetzt brauchst du wieder Energie. Und die kriegst du eben mit einem guten Käse, wo noch Energie drin ist. Der ist auf jeden Fall würzig. Der ist würzig, genau, kräftig, schmeckt sehr gut. Aromatisch. Und das ist auch die Basis einer guten Kässpatzenmischung. Ein guter Bergkäse. Ein würzig, kräftiger Bergkäse in Verbindung mit ein bisschen Emmentaler. Oder auch einen anderen Käse wie Bauernkäse oder Schnittkäsesorten. Manche geben auch ein bisschen Romadur dazu. Das ist die Basis eben von guten Kässpatzen, so wie man es auch hier im Restaurant essen kann. Kässpatzen, die gönne ich mir später auch noch. Aber erst zurück zu meinem Käse, denn der ist mittlerweile fertig. So sieht das Produkt nach 2,5 Stunden Arbeit aus. Am liebsten würde ich ihn natürlich sofort probieren. Leider braucht der Weichkäse noch eine Nacht, um seinen Geschmack vollständig zu entwickeln. Und morgen dann zubereiten und genießen. Und ich habe auch geschaut, Svenja, du hast es natürlich auch bestanden, diesen Käsekurs erfolgreich bestanden. Das heißt, du kriegst hier das Käsediplom überreicht, dass du eine erfolgreiche Teilnahme gemacht hast hier in der Klasse Schule Allgäu. Cool. Also bin ich ausgezeichneter Musterschüler. Absolut, ja. Das war jetzt wirklich ein Arbeitstag ganz nach meinem Geschmack und weil man mit Käse so viel machen kann, habe ich jetzt noch lecker Kässpatzen organisiert und die lasse ich mir jetzt schmecken und damit tschüss und bis zum nächsten Mal bei Allgäu TV Spezial. Georg, du brauchst auch noch Besteck, oder? Freilich. Boah. Dankeschön. Was hast du dir da jetzt Gutes geholt? Das ist jetzt unser Bergkäse. Na dann, haben wir uns, glaube ich, verdient. Ja. Einen guten. Ja.